Heute ist der Weltwassertag und weltweit laufen heute ungefähr 300.000 Menschen in Solidarität, um darauf hinzuweisen, dass ungefähr 800 Millionen Menschen weltweit ohne sauberes Wasser auskommen müssen und ungefähr 2,5 Milliarden Menschen ohne Toilette leben. Um auch in Deutschland da was zu bewirken, wurde vor einem Jahr das WASH-Netzwerk gegründet. Das ist ein Zusammenschluss von 18 renommierten deutschen Nichtregierungsorganisationen, die zusammenarbeiten wollen, dass mehr Lärm für das Thema gemacht wird und da einfach mehr passiert und das Menschenrecht auf Wasser- und Sanitärversorgung umgesetzt wird. Wir sind jetzt hier am 22. März in Berlin, laufen gerade über die Friedrichstraße mit 100 Leuten, die hinter uns sind, um für sauberes Trinkwasser auf die Straße zu gehen. Alle Leute waren an der Spree, auf der Friedrichstraße, haben angefangen, Wasser aus der Spree rauszuziehen und dieses Wasser tragen wir jetzt. In Solidarität mit den Leuten, die kein sauberes Trinkwasser haben. Strongest taste, loudest drop, head is filled, the thought unlocked. Strongest taste, loudest drop, head is filled, the thought unlocked. Strongest taste, loudest drop, head is filled, the thought. Ziel des WASH-Netzwerks ist eine bessere Vernetzung der ganzen Akteure. Das heißt, wir lernen voneinander und werden dadurch besser für unsere Arbeit im Ausland. Im Inland entwickeln wir eine lautere Stimme, so wie heute. Und wir vernetzen uns noch besser mit der Politik. Deswegen hat es uns auch gefreut, dass heute früh die parlamentarische Staatssekretärin aus dem BMZ, Frau Kopp, da war. Und vom UN-Generalsekretär Beratergremium Uschi Eid. Die haben heute früh Wasser aus der Spree geschöpft und uns das auf dem Weg mitgegeben. Seit 2010 gibt es das Menschenrecht auf Wasser- und Sanitärversorgung. Und wir als Bundesregierung haben durch eine besondere Erklärung nochmal darauf verwiesen, dass dieses Recht besteht, völkerrechtlich da ist und dass wir als Regierungen gehalten sind, dieses Recht umzusetzen. Deswegen ist es gut, dass wir eine Kampagne mit Unterstützung des UNO-Generalsekretärs im letzten Jahr auf den Weg gebracht haben. Und zwar mit dem Ziel, dass kein Mensch mehr in der Öffentlichkeit sein Geschäft machen muss. Nicht nur, dass die Umwelt sauberer bleibt, dass sich Kinder nicht mehr anstecken können, dass es auch ein würdevolleres Leben ist. Mir ist wirklich wichtig, darauf hinzuweisen, wie eng der Zusammenhang zwischen Wasser- und Sanitärversorgung und auch Ernährung ist. Also dieser Nexus ist vielen nicht bekannt, auch von vielen Geberländern nicht. Und wir bemühen uns auf jeder Ebene, dieses Thema voranzubringen. Und deshalb lobe ich auch die Aktion vom WASH-Netzwerk, eben heute einen Marsch 5 Kilometer durch die Stadt zu veranstalten, um auch mal zu zeigen, wie schwierig es für Menschen in den entferntesten Entwicklungsländern ist, überhaupt an Wasser heranzukommen. Darauf aufmerksam zu machen, finde ich hervorragend und dabei unterstütze ich diese Aktion und dieses Anliegen sehr gern. Wie das gesagt war, WASH United, das WASH-Netzwerk, Weltwassertag 2012. Strongest taste, loudest drop, head is filled. I'd be 13, I'd be 35. Going to find a place for us to hide. Be together, alone. Jeder kann irgendwie in seinen Projekten was von anderen lernen, dass wir uns insgesamt einfach besser vernetzen. Und ich finde das nicht toll. Es gibt Leute, die verhungern und die haben kein Wasser. Loudest drop, head is filled, the thought unlocked.